Unser Museum im Schloss Brackstein hat ab 5. Mai wieder geöffnet. Der Heimat- und Museumsverein Mauthausen möchte Ihnen ein Programm vorstellen, das nicht nur Museumsfreunde ansprechen und begeistern wird. Zu den laufenden Besuchsmöglichkeiten, Führungen im Museum und im Ort, Workshops für Schüler und Erwachsene, zeigen wir Ihnen die Neuheiten in unserem Museum und präsentieren Ihnen das Programm für das laufende Jahr. Das Apothekenmuseum Schloss Brackstein hat in den letzten 2 Jahren eine ganze Menge schöner Objekte, Bücher und Geräte bekommen von Apotheken oder von Privatpersonen. Und wir wollten die eben kurzfristig einmal in diesen mehreren Vitrinen zeigen. Ganz besonders möchte ich aufmerksam machen, dass ja früher in der Apotheke sehr viele Alkaloiddrogen und Tinkturen verwendet worden sind. Und da haben wir natürlich einige wunderschöne Gefäße, Tinctura Colchici und Tinctura Aconiti, also der Eisenhut und die Tinktur von der Herbstzeitlose. Genauso ist es aber auch interessant, dass viele Harzdrogen früher in der Apotheke verwendet worden sind, vor allem auch zu Räucherungen und zum Inhalieren. Und das sind schöne Holzdosen. Holzdosen wurden ja deswegen verwendet, weil diese Drogen ja trocken gelagert werden mussten. Aber ganz was Besonderes in dieser Vitrine ist sicherlich hier eine Reiseapotheke zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Und zwar mit einer Besonderheit, man hat ja damals noch keine Watte gehabt und da hat man Chapis verwendet. Chapis, das kommt von Katzere, Zupfen, da hat man früher in Leinen, aus alten Leintüchern und aus alten Baumwollstoffen hat man eben diese Fäden gezupft. Na, was ist noch interessant, aus dem Zweiten Weltkrieg hier eine Sanitätertasche und etwas auch was Besonderes, eine der ersten Medizinalverbandwarten und zwar vom Professor Dr. Bruns. Also eine wunderschöne Packung und wir sind natürlich sehr stolz, dass wir das haben. Das ist ein sehr schönes Gefäß da hier, mit dem hat man früher versucht, eben rationeller, schneller Augentropfen, Tinkturen und andere Flüssigkeiten abzufüllen. Und zwar hat man da einfach gezogen, bis das Flaschen voll war, dann hat man wieder auslassen. Ein ganz besonders schönes Objekt bzw. Gerät ist dieser sehr alte Draschierkessel. Mit diesem Draschierkessel hat man ja früher Arzneien, die sehr schlecht geschmeckt haben, eben mit Zucker überzogen. Und um sie geschmacklich besser zu machen. Unsere Schifferfahne wurde von Magister Andreas Hofinger wiederhergestellt. Den Goldhabenfrauen ist sehr zu danken, dass sie durch ihren wesentlichen finanziellen Beitrag die aufwendige Restaurierung ermöglicht haben. Der Heimat- und Museumsverein im Schloss Brackstein hat sich zur Aufgabe gestellt, die kulturelle und geschichtliche Vergangenheit unseres Ortes immer wieder darzustellen. Wir haben 3 Sammlungen zu pflegen und wollen uns in diesem Jahr besonders darum bemühen, Menschen, bedeutende Mauthausener, vorzustellen, die zum Beispiel als Dichter, als Literaten tätig waren und damals über Mauthausen hinaus Bedeutung gehabt haben. Hier möchte ich 3 vorwegs einmal erwähnen. Unseren allseits bekannten Leopold Wandl, über den wir schon viel gesprochen haben. Dann den längst vergessenen Sebastian Heidecker, einen Mundartdichter, der nette, liebe Gedichte geschrieben hat. Und vor allem den ehemaligen Notar von Mauthausen, Dr. Otto Guhem, der nicht nur als Notar, sondern auch als Schriftsteller weit über die Grenzen hinaus Mauthausens von Bedeutung war.
Und für uns als Verein ist auch sehr wichtig, dass Otto Guhem über viele Jahre Vorsitzender unseres Vereines war und damit auch beigetragen hat, dass der Heimatverein diese Bedeutung erhalten hat. Für mich war es wichtig, den literarischen Nachlass des Otto Guhem zu sichern. Durch Zufall bin ich auf diesen Nachlass gekommen und konnte ihn vor der Vernichtung retten. Ich habe ihn dann inventarisiert und vor kurzem dem Heimatverein übergeben, vor allem mit dem Auftrag, diesen literarischen Nachlass zu belassen, zu pflegen und eventuell, wenn jemand historisch und literarisch interessiert ist, einmal für eine Diplomarbeit oder für eine Doktorarbeit zur Verfügung zu stellen. Ich habe hier zum Beispiel das Inhaltsverzeichnis, das ich übermittelt habe, auch an die Nationalbibliothek dieses literarischen Nachlasses des Dr. Otto Guhem. Und wir wollen im Herbst, wahrscheinlich September, Oktober, zusammen mit Dr. Eckhard Oberklammer den Otto Guhem und den Sebastian Heidecker einmal einem breiteren Publikum vorstellen. Genaueres werden Sie noch später darüber erfahren. Der Heimat- und Museumsverein Mauthausen feiert sein 80-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass gibt es eine sensationelle Sonderausstellung im Schloss Pragstein. Die Besucher werden über 200 Millionen Jahre Erdgeschichte staunen können. Im Mittelpunkt dieser Ausstellung stehen Fossilien wie zum Beispiel ein Meereskrokodil oder der Urvogel. Die Sonderausstellung wird am 2. Juni im Rahmen der Kulturbaustelle eröffnet und läuft bis zum 16. September und ist im Schloss Pragstein zu besichtigen. Für Schüler- oder Erwachsenengruppen gibt es, nach telefonischer Voranmeldung, die Möglichkeit, auch außerhalb der Öffnungszeiten das Museum zu besuchen. Kommen und erleben Sie die Natur vom Erdmittelalter bis zur Erdneuzeit. Was wäre ein Sommer ohne Sommerfest? Freuen Sie sich auf den 10. August, wo ab 17 Uhr am Heindlquai und auf der für den Verkehr gesperrten Bundesstraße 3 das große Sommerspektakel Donau in Flammen stattfinden wird. Gemeinsam mit der Marktgemeinde Mauthausen bietet der Tourismusverband ein umfangreiches Rahmenprogramm und um 22 Uhr das große Feuerwerk. Schauen Sie vorbei und bringen Sie gute Laune mit. Weitere Informationen auf www.donauinflammen.at. Ich möchte Sie recht herzlich einladen zur langen Nacht im Museumsschloss am 6. Oktober ab 18 Uhr. Wie immer erwartet Sie ein buntes, abwechslungsreiches Programm. Magister Eichberger wird einen launigen Vortrag halten über Aphrodisiaka. Ich werde Ihnen dazu passende Texte vortragen und das Ganze wird natürlich untermalt mit Musik. Natürlich werden auch Orts- und Museumsführungen für Kinder und Erwachsene angeboten. Wir freuen uns schon jetzt auf Ihren Besuch. Wir danken allen Mitgliedern unseres Vereins, den fleißigen freiwilligen Helfern, dem Tourismusverband Mauthausen und der Apothekerkammer, ohne deren Unterstützung unsere Vorhaben nicht zu realisieren wären. Bei den Sponsoren für die Sonderausstellung bedanken wir uns herzlich. Beim Tourismusverband, beim Kulturland Oberösterreich, bei der Firma Eisen Neumüller, bei der Gemeinde Mauthausen und bei unseren Banken Reiker und Sparkasse. Besonderer Dank gilt Herrn Hans Panhofer und Herrn Josef Stummer für die langjährige Vorbereitung der heurigen Sonderausstellung.